Rennsportler zu machen. Der ganze Kopf ist eine Entwicklung vom Rennsportkollektiv komplett mit Doppelnockenwelle. Dann haben die BVF Motorradvergaser, der frühzeit nicht den Erfolg gebracht, den man sich gewünscht hat. Also griff man dann auf die Doppelweber Flachstromvergaser dazu. Übrigens die Kapitaldecke des Rennsportkollektivs von 53 bis 56 lagen bei 100.000 D-Mark West pro Jahr. Das stand zur Verfügung vom Staatshaushalt. Und insgesamt, das ist das, was das Archiv oben hergibt, also ein paar Unterlagen sind noch da, 6,3 Millionen hat diese 1,5 Liter Rennsportkiste insgesamt gekostet. Und der Direktor Martin Zimmermann hielt das nicht für ausreichend. Heute würde man natürlich sagen, was sind denn 6,3 Millionen? Aber damals war das ein bisschen mehr. Die Basis hier, das ist alles hier entwickelt worden. Und jetzt stellen Sie sich ganz einfach mal vor, sitzt einer hier drin zwischen zwei Tanks. Hier sehen Sie so schön die Pedale, damit Sie mal das Gefühl haben, wie es so einem Fahrer eigentlich ging unter diesem ganzen Stress. Und wenn dann das 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring stattfand, musste ja noch im Le Mans-Start gestartet werden. Das heißt, die Autos standen so und die waren auf der anderen Straßenseite. Jetzt renn mal drüber weg, spring hier rein, zieh das Lenkrad ab, steck das Lenkrad wieder drauf, aber so, dass es da nicht wieder abgeht. Und dann zünde. Dieser Druck, und dann geht ja alles gleichzeitig los. Nicht anzuecken. Und das alles in dieser Entscheidungsebene. Und wenn ihr nachtanken muss, dann musste man schon etwas weggehen, denn das hat er auch mal gespritzt. Also nicht vergleichbar mit heute. Das war noch sehr authentisch. Nicht, dass jetzt einige sagen, 12 Zylinder, es ist nur ein 6-Zylinder, nur mit einer Doppelzündung. Denn es kann nicht sein, dass ein Zylinder ausfällt, nur weil eine Kerze kaputt ist. Und demzufolge zwei Kerzen, obendrein war es noch eine bisschen bessere Verbrennung. Dann hat man die Magnetzündung genommen und zwei Magnete. Diese Nockenwellen laufen hier. Und wie gesagt, der letzte Stand der Technik im Rennen, 135 PS. So, nun hat man sich ja 56 schon wieder auf die Saison 57 vorbereitet. Man war der festen Meinung, auch die wird es geben. Denn die Saison 55 war eigentlich von den Erfolgen am Start die beste. 56 war noch gut, aber die Technik musste sich weiterentwickeln. Denn die Konkurrenz hat hier nun auch nicht gerade geschlafen. Und demzufolge hat man sich in Eisenach hingestellt und das ist eben die Krönung gewesen. Dieser Motor hat 150 PS. Und wenn Sie jetzt sagen, ist das nun viel oder ist das wenig? Dazu muss man einen internationalen Vergleich mal heranziehen. Und zwar hat Cooper, also einer der schärfsten Konkurrenten neben Porsche, das ist ein Rennstall Cooper, der hat also weiter nichts zu tun, die Rennwagen zu bauen und sie zu verkaufen. Der hat 1954 zum ersten Mal in Europa es geschafft, aus einem 1-Liter Saugmotor 100 PS herauszuholen. Ein 1-Liter Saugmotor. Und deswegen wird sehr oft in der damaligen Zeit die Literleistung angegeben. Das ist der eigentliche Maßstab einer Motorkonstruktion überhaupt. Wie viel PS hat ein Liter? Wenn man mal hört, 300 PS und der Motor hat 7 Liter, dann ist das eigentlich nichts. Und 54 hat es Cooper geschafft zum ersten Mal. Und 56 hat es das ABE-Team inzwischen auch geschafft. Hier steht er. 1,5 Liter, 150 PS. Die Steuerung ist jetzt keine Zwangssteuerung. Er ist eine Zwangssteuerung geworden. Und zwar mit der desmotromischen Steuerung, Zwangssteuerung der Ventile. Also so etwas, was Ducati heute noch macht. Und damit konnte der drehen. Richtig drehen. Auf dem Prüfstand hat er sich sehr gut benommen. Die zwei fehlenden Vergaser sollen angeblich ursprünglich mal dran gewesen sein. Ich habe es so nicht erlebt. Ich habe ihn erlebt ohne Vergaser. Den habe ich schon beschafft. Ich würde ja auch gerne die anderen beiden noch beschaffen wollen, wenn ich sie denn nur finanzieren könnte. Und das macht erhebliche Schwierigkeiten. Denn das waren damals im Rennsport die Mercedes unter den Vergaser. Und zwar das Beste, was man auf dem Markt bekommen konnte. Also waren sie entsprechend teuer.
Und die Konkurrenz hatte die gleichen. Ja, die Konkurrenz hatte die gleichen. Logisch, die haben eigentlich alle die Vergaser drin gehabt. Ja. So, diese, hier sieht man nochmal die Technik, sehr aufwendig, die Hinterachse, die Young-Bauart. Diese Hinterachse ist das der eigentliche Achskörper, die Antriebe. Die Federn und Massen halten sich damit sehr gering, also ein Aufwand kaum noch zu überbieten. Und man hat versucht,